Die zwei Gesichter des Januars basiert auf einer Erzählung von Patricia Highsmith und erzählt eine kriminelle Dreiecksgeschichte unter griechischer Sonne. Oscar Isaac spielt den amerikanischen Hochstapler Rydell, der in Athen ein vermeintlich gut situiertes Ehepaar kennenlernt, die McFarlanes, gespielt von Viggo Mortensen und Kirsten Dunst. Doch der erste Eindruck trügt. Das Pärchen wird von der Polizei gesucht und bald liegt ein toter Detektiv im Hotelflur. Rydell schließt sich den McFarlanes an und flüchtet mit ihnen nach Kreta. Warum er das macht, aus welchen Motiven, bleibt zunächst unklar, soll auch nicht verraten werden. Die zwei Gesichter des Januars ist das Regiedebüt des Drive-Drehbuchautors Hossein Amani, der bewusst altmodisch zu Werke geht. Die Szenen sind sehr lang ausgespielt, das Tempo wird manchmal herausgenommen und die Spannung ist sehr stark am Suspense-Kino eines Alfred Hitchcock orientiert. Insgesamt ist der Film nicht ganz so gelungen wie der talentierte Mr. Ripley, aber er bietet dennoch starke, solide Unterhaltung, begeistert vor allem durch sein Darstellertrio. Nicht nur geeignet für Griechenland-Fans.